So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommer dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Mississippi River gegen Meerfolk. Also Meerfolk kenne ich, aber Mississippi River. Mississippi River ist ein Cascade-Deck, welches tatsächlich über verschiedenste Cascade-Trigger und andere Möglichkeiten versucht, schnell was zu reißen. Mhm. Und der spannende Part dabei ist, dass Mississippi River haufenweise von diesen zwei Mana-Ländern spielt. Also hier den Bounce Lands oder was? Ach, die mit zwei Marken ins Spiel kommen. Ja, wie Sandstone Needle und so. Mhm. Ja, damit die Mana rampen. Beziehungsweise das sind sogar Länder, die kommen getappt ins Spiel, tappen für ein rotes und du kannst die opfern für ein blaues und irgendwas, glaube ich. Mhm. Oder es sind schwarzes und tappen für rotes und blaues oder so. Aber Amulet of Vigor spielt das dann nicht? Kann es nicht. Ah, okay. Weil mit Cascade versuchst du halt diesen einen Spell wieder zu hitten. Mhm. Der halt dann damit wieder was macht. Spannend. Ja. Heißt aber auch, du bist quasi von der Mana-Basis her relativ langsam. Dafür ist der Outcome... Und du machst halt Turn 3 was. Turn 3 kommt dieser Spell tatsächlich sogar. Der macht was? Dieser Spell sagt, du kannst die obersten Karten deines Decks aufdecken, bis du einen Zauber aufdeckst. Mhm. Und, also vorher musst du mischen. Mhm. Und diesen Zauber darfst du dann casten. Wichtig ist casten, also wirklich zaubern. Wenn du dem Gegner auch eine Kopie gibst, bekommst du eine zweite Kopie dieses Spells. Mhm. Heißt, der Meerfolkmann mischt jetzt sein Deck, dreht die oberste Karte seines Decks um, bis er einen Spell hat und darf diesen casten. So. Ja, da. Das ist die Tuse, die Hexproof gibt oder sowas? Ja. Oder Ward 1, glaube ich. Ward 1, ja. Genau, dann kommt die Kopien des Spells. Ja, auch wunderschön dargestellt. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist ein 6-Mana 5-3 Phoenix mit Cascade. Mhm. Den man jetzt castet, auf dem man Cascade-Trigger hat. Und der Cascade-Trigger trifft wahrscheinlich nur... Den Spell. Nur diesen Spell. Aha. Dann wird dieser Spell gecastet. Mhm. Dafür, dass er gecastet wird, darf man wieder eine Kopie dem Gegner geben. Ja. Wodurch man selber wieder zweimal... Oh wei, oh wei. Es ist göttlich. Ich musste es von Kamera haben. Oh, es ist, und es funktioniert so gut gerade. True Name, auch nicht schlecht. Ist auch nicht so verkehrt. Yes. Genau, dann kommt die Kopie. Die Kopie holt den nächsten Spell. Da hat man nochmal... Es ist wieder ein 6-Mana-Cascader, glaube ich. Also man hat noch größere Cascader drin. Und die Hydra, die Cascade hat. Ach du Kacke. Das ist so gut. Ja, okay, da hat man wieder den. Also man kann immer nur den treffen. Das heißt, man geht jetzt quasi viermal in den Spell rein. Ja. Wenn der viermal drin ist. Ja. Und hat dann 8 Kopien davon? Ja. Wow. Und damit auch 8 Kreaturen. Uff. Die alle vielleicht noch einen anderen Spell holen. Also gerade wenn du in den Cascade gehst, holst du ja noch mehr dabei raus. Oh, weil fuck. Du holst ja auch die anderen Kreaturen praktisch mit raus. Genau, der eine Spell hittet den Spell. Mhm. Oh, Force of Will. Mhm. Mit Force of Will kann man einen forcen. Wow. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Macht halt nicht viel. Ja, ist halt die Frage. Man den kopiert, da hat man noch einen Emrakul. What? Den castet man ja. Das heißt, man hat einen extra Turn. Nice one. Dann resolved der Rest immer noch. Ja, der Emrakul hat nur kein Cascade. Nee, genau. Dann kommt dann der Spell. Dann castet man auch den nächsten. Und der nächste Zauber, das ist ein Haufenweise von diesen Ländern, ist nochmal so ein Berserker, der hat wieder Cascade. Ach du Schande. Ich möchte erwähnen, wir sind hier zu 3. Und es eskaliert total. Genau. Dann kommt der, man hat auch diese Spells nicht mehr drin, deshalb nimmt man den Cascade-Trigger, glaube ich, einfach nicht. Mm,
Ja. Der Berserker, der Phönix hat noch einen Cascade-Trigger, den man ignoriert und dann kommt der. Cascade ist halt bei 6 Mana, findet man halt nur den Spell. Also es gibt halt andere Cascader, die halt wesentlich größer sind. Das ist, glaube ich, ein 7-Mana-Cascader. Okay. Der irgendwas noch macht. Ach, ist ein Dude. Es ist noch kein Mind's Desire. Mind's Desire ist legal mittlerweile. Als wir seit heute? Ja, als wir es aufgenommen haben, beziehungsweise als das Video aufgenommen wurde, war es noch nicht legal. Wodurch halt, ja. Ja, ne? Annihilator-Trigger. Extrazug. Und alle rein. Ja, dann opfert man 3, 6 Permanente. Ja. Und ist tot. Wow. Ja, Mind's Desire ist ja Storm-Zauber für 6 Mana? Genau, wo man halt so viele Karten von oben aufdeckt, also jedes Mal mischt und die oberste Karte dann weglegt und casten kann. Mhm. Was halt auch nochmal ganz cool ist, weil... Ohne die Mana-Kosten zu bezahlen? Ja, natürlich. Hui, spannend. Das war der Anfang von Cascade. Kann man so sagen. Ja, quasi. Nur halt, dass er nicht gedickt hat, sondern einfach nur gesagt hat, du steckst oben auf und kannst ihn casten. Casten oder Plane? Ich glaube, Carsten ist noch genau die alte. Ist die Frage, ob der einen Errata bekommen hat. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann bestimmt irgendjemand in die Kommentare schreiben. Mhm. Stimmt. Und ja, wie gesagt, also das Deck, wenn es denn mal funktioniert, funktioniert es wirklich gut. Und da kannst du auch wahrscheinlich auch richtig geil das alte Buseiju-Hule drin spielen. Ja, brauchst du aber nicht. So Spells uncounterbar machen. Ja, genau, aber du versuchst ja eher mit der Kreatur zu starten, tatsächlich. Ach, mit einer Kreatur, okay. Du versuchst die Kreatur zu cascaden und damit den Spell zu kriegen, um damit durchzugehen. Ah, ja, weil es gerade andersrum gelaufen ist. Genau, gerade ist es andersrum gelaufen. Normalerweise versucht man mit 6 Mana halt. Man hat wesentlich mehr 6 Mana Kreatur. Also brauchst du gegen den quasi Wasteland und Counter. Ja. Das Deck sah jetzt gerade auch super strong aus. Das Deck hat Schwächen. Keine Sorge, es hat Schwächen. Und, ja. Der Trinisphäre. Macht ja nicht so viel. Cascade wird gecastet. Das stimmt. Kostet 3 Mana. Das stimmt. Hm. Da ist ein Dude, der eine Karte zieht. Mhm. Ja. Dann hat man eine Elder-Fiole. Mutterwold könnte auch noch reinhauen. Ich glaube, da ist der Mehrvolk, den Spellcounter auf der Hand. Ach, gegen Opfern, ne? Aber nee, ist nur ein Lord. Oder? Nee, es ist der. Genau, du kannst Mehrvolk opfern, um den Spell Der ist doch ein Lord, ne? Genau, der ist ein Lord. Der hat einen Lord-Effekt generell. Genau. Der ist jetzt natürlich ein Problem. Ja, vor allem, wenn man halt jetzt 3 Mana mehr hat, praktisch. 3 opfern müsste. Und jetzt halt auch gehauen wird, ne? Also ja. Jetzt kommt halt die langsame Mana-Basis echt zum Tragen. Mhm. Was spielst du denn in so einem Deck als Sideboard-Options? Ja, entweder Sachen, wo du richtig reinkaskaden möchtest, oder halt so Sachen wie Mindbreak Trap. Ja, ja. Oder sowas. Ja, man könnte jetzt einfach trotzdem den dicken Dude schon casten. Ja, und dann halt. Das geht natürlich auch. Was ist das denn? Das ist eine Art von Fury. Aha. Aber das ist der Spell. Das Wichtige bei dem Spell ist, der kostet 6. Fury würde 5 kosten. Aha. Was einfach genial ist. Ach, das ist der, ach ja. Ja, ja, Pyrokinesis. Das ist das rote Force. Ja, ja, genau, das rote Force. Und es macht halt 4 Schaden aufgeteilt, wie du möchtest. Ja, bezahlst du. Hast ja 2-mal in ein Land reingetappt. Ja. Und dann stirbt er. Ja, das ist halt jetzt ziemlich gut, weil das Board einfach geklärt ist. Nächste Runde kannst du schön reinhauen. Weil so oft spielen die genau den Dude halt auch nicht. Nee. Und du kannst selber Force spielen, oder? Nee, Force of Will kostet 5. Oh. Das ist wirklich spannend. Ich finde Deckbuilding so eine komische Aktion wird. Ey. Ich liebe alles daran. Einfach alles daran. Es gibt wenig, was ich so cool fand.
Das ist halt so ein Dödeldeck, das sieht so aus, als hätten wir das früher bei unseren in Anführungszeichen Casual-Zeiten gespielt. Ja, das ist komplett korrekt. So, jetzt kommt der Dude. Der Spell mit einem meiner Flauten. Ja. Man kriegt eine Kopie. Kopie und Kopie. Damit geschaffelt. Ja, da Mississippi River Spieler eben nicht gemacht. Ja, das ist illegal. Wurde schon nur so angemerkt. Weil ich nur gesagt haben, genau. Da wird er wahrscheinlich das Video hier noch gucken, ne? Schande über dich. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, hat es mir schon vorher angekündigt, dass er es nicht gemacht hat. Oh. Das ist eine coole Ätherfiole. Ja, das ist eine coole Ätherfiole. Dafür kommt jetzt wahrscheinlich ein Kaskader. Wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal drauf gamblen. Oh, hat's gehört. Boah, was ein Güffeldeck, ey. Ja, ist kein Güffeldeck, ist großartig. Ja, aber... Oh mein Gott. Das ist eines der besten Decks, die ich je gesehen habe. Und wieso Mississippi River? Weil die ganze Scheiße im Fluss runterschwimmt. Weil Cascade. Aber weil Cascade. Cascade. Wir dürfen ja noch coole Namen haben. Ja, stimmt. Genau, das ist ein Dude, der... Ja. Karten, also der cascadet auch. Der cascadet jetzt. Das ist, glaube ich, aber ein 7er Cascade. Oh. Oh, das ist schlecht. Ja, jetzt hast du aber noch den Originalspell, ne? Ah ne, er kostet auch 6. Okay. Das heißt, man macht jetzt bis zum Spell. Ist das Us? Das ist das Us. Das Us macht jetzt 1, 2 Kopien, richtig? Du hast den gecastet, Das ja, Pyro war letzte Storm 2. Storm 2, ist ja nix. 3! 3, Ätherfiole. Und dann kommen ja noch eventuell Zeug aus dem Originalspell, ne? Genau, das ist halt auch möglich. Das ist natürlich auch clever, den scheiß Uster reinzuschmeißen, weil halt, ne? Wird alles gecastet, das ist so, so stark. Das ist wirklich spannend. Das ist, ich finde das Deck wirklich cool, weil wenn es halt mal sein Ding tut, dann tut es sein Ding halt richtig gut. Und das kann ich halt mal vollkommen auf Guard erwischen. Ja, wenn du das Deck findest, betrifft und du hast gerade nichts dafür in der Hand, bist du ziemlich halt am Arsch. Leider. Aber das ist aber auch so ein Top-Deck-Wins-Deck, ne? Ja. Wenn du Länder nimmst ohne Ende, du hast ihm sein Kick-Off-Spell discarded und der rippt einfach von der Top irgendwas, dann... Na, brauche ich im Endeffekt nur das Mana. Ja, du. Genau. Da wird, glaube ich, jetzt was nachgefragt oder so. Da war ein Judge-Call. Judge-Call, da. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt 3 Us plus den Original-Us. Jupp. Und zwar einen für 2, einen für 3, einen für 4 und einen für 5. Ja, der fängt von 2 an. 2, 3, 4, 5. Hab ich doch gesagt? Achso, weil du bei 1 angefangen hast. Nee, ich hab für 2 angefangen. Ah, du wirst es im Video hören. Es wird ein 1 sein. Ja, ist ja egal. Es ist halt einfach super strong, schon mal die Uses draußen zu haben. Den Us da überhaupt mit reinzunehmen. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Ja. Vor allen Dingen, stell mal vor, gerade eben ganz am Ende, selbst wenn da kein Emrah cool gewesen wäre, du hättest den scheiß Us da reingeschmissen. Ja, du hast ja 7 Spells oder so gecastet in dem Zug. Plus die Gegner-Spells. Ja. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Da hat man dann 3 Kopien und die sind jeweils anders stark. Ja. Das darzustellen ist natürlich nicht einfach. Fakultät Storm minus 1 stark. Genau. Anzahl minus 1. Plus 2. Nee, Fakultät wirklich, weil du hast keinen 1-1er, deswegen hast du einen 2er. Ja. Du hast einen 3er, einen 4er, einen 5er, deswegen Fakultät Storm minus 1. Müsste. Ja. Nee, Fakultät Storm, genau. Weil plus 1 der 2-2er, minus, ja, irgendwie sowas. Mathematiker kann berechnen. Ja. Da wird auch noch wirklich, wirklich rumgeguckt, wie viele es jetzt wirklich sind und was sie alles machen. Genau, es werden jetzt 3 Kopien gelegt, 3 grüne Karten.
Ja, es ist ja mit 3, 4 und 5 und dann kann da Mehrfolg überhaupt noch was machen? Nee, das ist jetzt schon gelaufen. Wobei Echoing Truth. Ja, aber da ist immer noch dieser Spell auf dem Stack, der... Ja, ist die Frage, was da noch rauskommt. Ne? Yes. Dann resolved der ja jetzt auch noch. Dann ist nämlich die Frage, was... Ich wird einfach runtergemacht. Guten Würfel. Genau, jetzt ist die Frage, was jetzt noch resolved. Gut wäre jetzt der Dude, der Eile gibt und noch zweimal cascadet. Wandering. Nope. Oder der da? Doch. Yes, genau den meine ich. Ui. Der gibt allen Kreaturen Eile und hat Cascade gescaled. Der Stack von dem Deck ist der reinste Albtraum für jeden Judge. Ja. Wenn da irgendwas falsch läuft. Da hat er wieder einen Cascader. Also hat er erstmal einen Cascade 5 und danach einen Cascade 8. Du weißt schon, der Cascade 5 trifft übrigens nur den Spell. Oi. Es ist so großartig. Wir werden schon jeder abgeschaltet haben. Es ist mir so egal. Ich habe auch schon abgeschaltet. Großartig. Es ist so gut. Ich bin gerade überlegen, ob meine Fakultätsrechnung stimmt. Nee, das ist egal. Es ist so ein geiles Deck. Ich feiere das so hart. Ach du Scheiße. Weil ich jetzt tatsächlich dem Gegner keine Kopie geben würde. Nicht, dass er Force of Will bekommt und man dann keinen Malstrom-Wunder hat. Deswegen würde ich hier wahrscheinlich nur mir selbst das Ding geben. Ja. Und das wird hier auch gemacht. Sehr gut. Da hat man nochmal einen Cascade 6er. Den kann man wieder bis zu dem Zauber. Der Malfog-Spieler sitzt da wahrscheinlich schon die ganze Zeit und denkt sich, lalala. Ja. Warum bin ich überhaupt hier? Macht ja auch viel Spaß. Ich habe meine Fiole in Response. Ja, Magic besteht übrigens aus 100% Spaß. Wenn ein Spieler 100 hat, hat der andere halt 0. Ja, das vertrete ich halt auch, aber ich spiele dann Pox. Ja, aber das hier ist ähnlich. Also in dem Moment, wo Mississippi River aufgeht. Bei Pox spiele ich nur am Gegner rum. Der spielt nur an sich selber. Das ist korrekt. Aber wenn du Mississippi River spielst und es aufgeht, hat der Gegner halt keinen Spaß mehr. Wenn es nicht aufgeht, hast du keinen Spaß. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein lustiges Deck. Weil das ist halt wie ein Hop oder Flop. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, sich die Karten dafür zusammen zu kaufen. Ja. Man, die Mana-Basis, okay, da sind Cities. Cities, Anon Homes und die ganzen Opferdinger, die sind teilweise, kosten die 2-3 Euro, ja? Ja. Macht die Cities halt auch nicht schlanker, ne? Da ist irgendein Spell aus. Wahrscheinlich hier dieser Schadensspell? Ich hab keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall aus Warhammer. Ich glaube, der hat Skate. Nachdem wir 5 Schaden und hat gescaled, glaube ich, oder so ist das. Oh Mann. Da ist der schon wieder. Ja. Oh. Und er hat nochmal Cascade auf den dicken Dude. Wir sind übrigens immer noch in Turn 3. Ja, Game 2, Turn 3, ne? Ja. Feels like forever. Großartig. Es ist einfach so großartig. Oh Mann. Aber es finde ich auch sehr, sehr stark, dass hier wirklich drauf geachtet wird, dass man, viermal Cascade. dass hier wirklich darauf geachtet wird, dass man dem Gegner hier keine Option gibt, ein Ding zu bekommen. Das heißt, man ist wirklich in einem wirklich, wirklich krassen Mood. Ja, dann geht man auf Cascade. Das heißt, man hat dreimal Cascade. Es ist so großartig. Boah, du kannst doch jetzt einfach langsam anfangen, die Skate-Trigger einfach fliegen zu lassen, weil du... Ja, du musst nicht casten, Michael Skate, by the way. Nee, musst du nicht. Das ist der Vorteil. So. Und dann hat man... der Emmy wird nicht gehittet. Nee. Phoenix wird gehittet. Der gibt übrigens einen neuen Skate-Trigger. Und jetzt weißt du, warum das Mississippi River... Geht alles ein Bach runter. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, der Phoenix hat noch einen Trigger, aber mit dem findet man nichts mehr. Dann gibt da man den. Zwei. Der ist halt, glaube ich, 9er Cascade. Oh, nee. Oh.
Das Deck hätte man Domino-Day nennen sollen. Ich find's so großartig. Es ist wirklich so genial. Und man sieht hier einfach, was das Deck drauf hat, wenn es denn einmal ins Laufen kommt. Das hört halt nicht auf. Den hatten wir noch einen Fünfer-Cascade, der aber nichts macht, weil da hat kein Fünfer mehr drin. Da könnte man super sweet irgendwie so Chaos-Theorie oder so drauf. Mhm. Oh Gott. Würde mich interessieren, ob es eine Line gibt, dass du wirklich dein komplettes Deck leer hast oder da nur noch Länder drin sind. Das weiß ich nicht, aber es ist schon schwierig. Der ist Legendary. Ja, der ist Legendary, genau. Dann kommt der nächste Cascade-Trigger. Oh Mann. Der hittet. Phoenix. Der findet nix. Nee, Phoenix ist leider ein Sechser. Und dann Und da oben ist immer noch einer. Ja. Jetzt hätten wir mal erzählen müssen, wie oft der cascaded hat. Das kann bestimmt auch jemand in den Kommentaren nachmachen. 1, 2, 3. Ach Gott, ich zähle jetzt nicht durch. Ja, das ist ziemlich viel. Das ist oft. Ich weiß gar nicht, ob da noch eine Kreatur drin ist, wenn ich ehrlich bin. Will er jetzt sehen, ne? Also halt Emmy. Emmy halt, ja. Aber der ist aber theoretisch dann, sogar. Dann war er schon durch. Ich glaube, er hat keine Kreaturen mehr drin. Ne. Dann ist er. Nur noch Emrakul. Emrakul kann den nur mit einem Spell hitten. Ja. Ist auch langweilig. Also mit 4 Spells. Ja, er hat keine Kreaturen mehr drin. Wow. Oh, es ist groß. Und schau mal, jetzt wäre der Us gekommen. Den Stormstack. Ach, du Scheiße. Ja, und das ist 2-0 Mississippi River. Großartiges Deck, großartiges Gameplay. Da ist Fisch einfach mal einen Bach runtergegangen. Ja. Genau, das Meervolk mal durch den Mississippi River geschwommen. Und da wird alles quergelegt für den Angriff. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und, oh Gott. 74 Damage, das ist okay. Wow. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das Deck-Tag von Mississippi River werde ich auf jeden Fall an Land holen. Keine Sorge dafür. Und ja, ansonsten Kanal abonnieren, wisst Bescheid. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.